Jetzt muss ich nur ganz kurz mal zum Bett gehen, weil es ist nicht eingebaut, aber ich habe auch noch nichts dabei. Ich habe nichts dabei und das Bett ist nicht eingebaut. Ist zwar an sich ganz nice, aber schaffen werde ich's. Doch, ich habe es geschafft. Jo Leute, was geht? Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft auf dem Kanal. Und heute im Video zocken wir eine Runde Bed Wars. Natürlich, wie fast immer, auf dem GommaD.net Server. Ich habe mich jetzt hier für eine 4x2 Runde entschieden. Mein Teamkollege baut hier schon direkt ziemlich zügig in die Mitte, was da direkt ein guter Start ist, Leute. Ich habe eigentlich vorhin hier schon eine Runde versucht aufzunehmen, aber da hatte er da gar keinen Teamkollege. Das sieht doch jetzt schon deutlich besser aus. Ich baue mal ganz den Weg weiter. Bei ihm sind jetzt gerade hier die Blöcke ausgegangen. Da musste er sagen, dass auf dieser Map der Eisenspawner ein bisschen weiter weg ist. Aber ich hoffe, dass wir da trotzdem relativ zügig hinkommen. So, 17 Blöcke habe ich noch. Vielleicht reicht das wieder so bis zur Mitte. Das wäre ganz cool, Leute. Ich habe jetzt noch eine kleine Sache, die ich zu meiner nächsten Folge Pixeln sagen möchte. Und zwar sehe ich schon die ganzen Kommentare, die fragen, wann kommt Pixelgun. Deswegen möchte ich das, wie ich das fast immer mache, direkt vorwegnehmen und direkt beantworten, Leute. Denn auch unter meinem letzten Instagram-Bild war ich, glaube ich, vorgestern, wenn ihr das Video seht, gepostet habe. Das Bild könnt ihr mir gerne abchecken. Ich heiße auf Instagram HeikoLP, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall haben da ganz viele Leute gefragt, wann dann wieder Pixelgun kommt und wann ein Stream kommt und so weiter, Leute. Deswegen beantworte ich das ganz kurz. Pixelgun sollte in circa 2 Tagen kommen. Ich kann generell einfach nicht garantieren, ob ich das wirklich schaffe, Leute. Ich sage nur, wann ich das eigentlich geplant habe. Es kann auch gut sein, dass ich es einfach nicht schaffe, weil bei mir ist es auch die Schule seit Montag wieder weitergegangen. Das heißt, seit Montag habe ich wieder ein bisschen mehr Stress und habe viel weniger Zeit für meine Videos. Und aus diesem Grund kann ich das auch ziemlich schlecht planen, aber eigentlich sollte dann übermorgen wieder Pixelgun kommen. Ich hoffe, dass das klappt, Leute. Wenn alles super läuft, sogar morgen, aber das kann ich echt nicht garantieren, Leute. Nehmt mir das nicht übel, ich werde das auch auf Instagram ankündigen, wenn ich mehr weiß, wenn ich genau weiß, wenn das Video kommt, dann werde ich es auf Instagram schreiben. Das heißt, es macht allemal Sinn, das Bild von mir da mal abzuchecken und am besten auch direkt mir zu folgen, um sowas halt nicht zu verpassen, wenn ich da schreibe, wann mein nächstes Video kommt. So, wir sind jetzt hier bei Team Grün, kommen wir zurück auch zu Minecraft hier nämlich. Und mein Teamkollege hat einen Bogen gemacht, was sehr cool ist. Jetzt muss ich nur ganz kurz mal zum Bett gehen, weil es ist nicht eingebaut, aber ich habe auch noch nichts dabei. Ich habe nichts dabei und das Bett ist nicht eingebaut. Ist zwar an sich ganz nice, aber schaffen werde ich es. Doch, ich habe es geschafft. Jawohl, Bett von Team Grün zerstört. Alter, ich hatte ein Herz oder so. Ich habe keine Ahnung, warum die mich nicht bekommen haben. Weil ich muss ja wirklich sagen, ich bin echt langsam da hochgegangen. Die haben mich auch die ganze Zeit getroffen. Aber ich konnte mich irgendwie durchkämpfen. Ich habe keine Ahnung. Einfach mit der Faust die Leute weggeboxt. Da war, glaube ich, ein bisschen mehr Glück als Verstand dabei. Aber warum nicht, Leute? So, das Bett von Team Gelb ist auch schon zerstört. Ich weiß nicht, ob das mein Teamkollege war. Aber gut, mein Teamkollege hat auf jeden Fall gerade hier in der Base, als ich weg war, gut die Stellung gehalten. So, dann ein paar Spinnenweben machen, um mich ein bisschen zu sichern. Zum Eisenbauen. Oh, 2 Gold. Zum Eisenbauen würde ich sagen, mache ich es erstmal nicht. Sondern ich gehe direkt zum nächsten Team und zwar zu Team Blau, würde ich sagen. Ja, Team Grün hat eh kein Bett mehr. Das heißt, also er ist zu Team Blau. Also sieht echt gut aus. Die Runde sieht echt sehr stark aus. Einer von Team Blau geht auch irgendwie gerade keine Ahnung wohin. Die haben eh kein Bett mehr. Ich weiß nicht, was er da macht, aber das ist doch ganz nett, Leute. Dann werde ich nämlich jetzt mal versuchen, zu Team Blau zu kommen. Wo ich da leider sogar über Team Gelb und so gehen muss. So richtig kompliziert. Das ist natürlich nicht so geil. Das ist natürlich blöd, Leute. Jetzt muss ich mich hier einen richtig komplizierten Weg gehen, weil wir es irgendwie so komisch gebaut haben. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Das ist natürlich nicht so nice. Vielleicht sollte man hier noch einen Weg bauen, weil ansonsten ist das vielleicht ein kleiner Nachteil für uns, wenn wir immer hier über Gelb gehen müssen. Dann kann man halt nicht so schnell rushen und so. Aber gut, ich schaue jetzt einfach mal. Ich versuch's mal. Komm, Knockback-Stick, Spitzhacke. Vielleicht funktioniert das ja halbwegs. Das wäre ganz cool. Aber da kommt es schon von die Blaumen entgegen. Aber Spinnenweben habe ich hier dabei. Also so Angst haben muss ich auch nicht. Komm, ja, Knockback-Stick. Das heißt, ich habe nicht mal einen Vorteil oder so, weil ich mir kein Schwert gemacht habe. Ah, ich habe die Spinnweben verkackt. Ich habe echt die Spinnweben verkackt, Leute. Das war ein bisschen zu knapp. Da hat er mich ein bisschen überrascht und ich war einfach ein bisschen langsam. Muss ich wirklich zugeben. Ich bin jetzt nicht so der Profi im, ich glaube, Hotkey heißt es. Also halt schnell auf einen anderen Slot zu wechseln, bin ich nicht so der Profi. Ich weiß nicht, ob das Hotkey heißt. Ich glaube, das ist damit gemeint. Ich habe keine Ahnung, Leute. Mit den Profi-Begriffen, nimm mir das nicht übel. So, das heißt, ich muss ganz kurz neu ausstatten hier. Knockback-Stick ist auf jeden Fall da. Und dann eine Spitzhacke. Ich würde sagen, jetzt baue ich mich noch zum Eisen. Das macht Sinn, jetzt sich zum Eisen zu bauen. Obwohl. Nein, ich dachte, mein Teamkollege schafft das. Schade, aber der hat es echt schon nicht schlecht gemacht. Der hat die echt gerade schon ein paar Mal getötet und ordentlich, glaube ich, unter Druck gesetzt. So, jetzt die Spinnenweben nochmal mitnehmen. Und vielleicht diesmal auch ein bisschen besser einsetzen. Oder wir gehen einfach zusammen.
dann brauche ich mich nicht zum Eisen. Es wäre natürlich auch ganz cool, wenn wir direkt zusammengehen können. Und wenn die Runde auch gleich vorbei ist, Leute, dann werde ich auch einen weiteren dranhängen. Ich weiß nicht, wie schnell das jetzt geht. Oh, er kommt mit. Perfekt. Das heißt, die Runde könnte wirklich auch ziemlich schnell gehen. Weil mein Teamkollege hat echt was drauf. Respekt an dich. Du wirst das Video eh nicht sehen, aber trotzdem starke Leistung. Ach, er geht nach hier drüben. Okay. Er macht das von hier und dann geht er nach oben. Perfekt. Das ist doch nice. Dann komme ich mal ganz kurz mit. Er wird euch jetzt ein bisschen schneller sein. Ah, er hat über oben schon einen Weg gebaut. Perfekt, Leute. Der hat wirklich Plan. Spinnenweben sind auch dabei. Vielleicht ein kleiner MLG, den ich verkackt habe. Schade. Ich dachte, ich schaffe einen kleinen MLG mit Spinnenweben hier. Das hat aber nicht funktioniert. Wie wurde er gerade getötet? Haben die einen Bogen? Ich denke mal ja, oder? Ich werde doch gleich mit dem Bogen abgeschossen. Oder wie ist mein Teamkollege gerade gestorben? Ich esse jetzt mal was, wie ich ein bisschen regeneriere, aber ich bin mir relativ sicher, dass er diesen Bogen... Aber ich bin mir relativ sicher, dass die einen Bogen haben werden. Weil sonst wäre mein Teamkollege gerade nicht so gestorben. Das Bett ist doch nicht eingebaut. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen, damit das auch so bleibt. Ansonsten habe ich gleich ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Komm, er will jetzt hier hoch sich bauen. Aber vielleicht kostet ihn genau diese Aktion sein Bett, weil sein Teamkollege jetzt hier alleine ist. Nein, oh, 23% war das Bett schon weg, Leute. Jawohl, 100%, ihr habt es echt nicht gemerkt. Als ob, Leute, was ist das heute für eine Runde? Die Leute merken ja nichts. Die Leute merken ja gar nichts. Wie habe ich das geschafft? Ich habe keine Ahnung, Leute. Das hätte ich auch keiner aus der Zuschauerperspektive gesehen. Wie das denn bitte aussieht? Ich habe echt keinen Plan, wie ich das Bett da bekommen habe. Aber gut, Leute. So, jetzt ist ja nicht mehr so viel zu tun. Spitzhacke, würde ich sagen, reicht jetzt auch. Mein Teamkollege wird die, denke ich, auch allein jetzt bekommen. Der scheint nämlich echt was drauf zu haben. Aber schauen wir mal. Also das war nice. Da habe ich selbst, ich habe echt selbst gar nicht mitgerechnet, dass das klappt. So, er hat mich erstmal runtergehauen und dachte, das war's jetzt. Man sieht ja auch durch, wie heißt das? Labby-Mod. Ich bin kurz nicht auf den Namen gekommen. Ich habe Labby-Mod installiert, da habe ich das eingestellt, dass man 7% das Bett abgebaut wurde schon. Und da war ich bei 23%, wurde leider runtergehauen. Und dann habe ich es einfach trotzdem noch geschafft. Das muss man sagen, war nice. Und ich glaube, wir haben die Runde jetzt schon gewonnen. Durch meinen Teamkollege, oder? Nee, einen hat er nicht bekommen. Fertigfutter heißt er noch hier. Den hat er gerade nicht bekommen, aber den werde ich mir jetzt holen. Jawohl, Kill gegen Kill, das ist aber gar kein Problem. Denn er ist jetzt raus und ich werde nochmal wiederbelebt. Also alles gut, Runde gewonnen. GG, Leute, also so kann man auf jeden Fall in die Aufnahme starten. Und ich sage mit Absicht in die Aufnahme starten, da wir noch genug Zeit haben, um eine zweite, aber schon eine schnelle Runde noch dran zu hängen, Leute. Ich würde sagen, let's go, weiter geht's. Okay, nächste 4x2 Runde jetzt hier auf der Map. Antik ist das, glaube ich, genau. Teamkollege ist auch am Start. Ich habe gerade erst ganz kurz Angst gehabt, dass ich keinen bekomme. Aber gut, der Pechvogel ist jetzt leider Team Gelb, denn er ist jetzt alleine hier. So, mein Teamkollege baut direkt wieder in die Mitte hier. Ich hoffe, dass der so gut ist wie in der letzten Runde, der Kollege. Oder wenigstens halbwegs gut, weil in der letzten Runde, der hat ja schon ordentlich was rausgehauen. Aber er kann auch fast pitchen hier. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also, so kann man starten, die Runde. Muss natürlich jetzt relativ schnell gehen. Ansonsten muss ich einfach ein bisschen was rausschneiden von der Runde und die ein bisschen kürzer schneiden. Weil ich möchte jetzt auch keine XXL-Folge hier rausmachen. Wir sind jetzt schon, glaube ich, bei 7 oder 8 Minuten. Deswegen schauen wir mal, Leute. So, jetzt noch jemand von Team Blau, der direkt zu uns kommen wird, genau. Aber den hau ich mal ganz kurz von der Seite. Das hat sogar funktioniert, Leute. Das war übrigens Absicht, dass ich jetzt runtergesprungen bin. Ich wollte ihn einfach schön von der Seite hauen. Und da ist mir egal, wenn ich sterbe. Hauptsache, unser Bett gerät hier nicht in Gefahr. Das war mir da wichtiger. So, nochmal ganz kurz wieder ein paar Blöcke machen, eine Spitzhacke. Und da baue ich mir nochmal ganz kurz zum Eisen. So, ihr merkt es hier schon, dass ich ein paar unrelevante Sachen einfach rausschneide. Ich hoffe, das ist nicht allzu störend, aber wie gesagt, die Folge soll jetzt auch nicht so ultra in die Länge gestreckt werden. So, 7 Eisen, dann mache ich mir ganz mal ein bisschen Rüstung hier. Da sieht das schon ganz gut aus. Okay, unser Bett ist bis jetzt noch gar nicht eingebaut. Das heißt, ich mache das mal zumindest ganz grob hier, dass es nicht komplett offen steht. So, ich hoffe, dass es halbwegs reichen wird. Natürlich ist es nicht gut, aber ich habe jetzt nicht so die Lust zu. So, zack, dann würde ich sagen, passt das auch. Okay, der Teamkollege macht schon auf dem Weg. Ich werde jetzt auch direkt mitkommen, nur vorher noch ein paar Äpfel. Und da bin ich auch schon wieder relativ gut ausgestattet. Rüstung ist auch am Start. Perfekt, Leute. Wieso antwortest du mir? Ich schreibe gerade einen Zuschauer mir. Oder auf jeden Fall ein Kollege, der hier in meiner Freundesliste ist. Tut mir leid, ich bin leider gerade am Aufnehmen. Ich weiß, er schreibt mir schon seit 20 Minuten, aber ich hatte vorhin noch eine Runde, die ich rausgeschnitten habe, da die ein bisschen blöd gelaufen war. Ich nehme ja auch immer die spannendsten Runden, Leute. Ich schneide nicht immer die Runden rein, wo ich gewinne, aber ich nehme schon die Runden natürlich, die am spannendsten sind, auch wenn ich mal verliere. Es kann auch gut sein, dass ich die Runde jetzt verliere, aber wenn die spannend war, dann schneide ich die trotzdem rein. Wenn ihr die Runde seht, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ich die für spannend empfunden habe. Wir gehen zu Team... Was ist denn da unten? Wer ist denn da? Blau? Hat aber kein Bett mehr, das wäre ein bisschen langweilig. Das heißt... Okay, mein Teamkollege geht da drüben hin, zu Team Gelb. Ich gehe einfach mal jetzt dann zu Team Grün. Okay, dann passt das ganz gut, Leute. Team Grün hat auch zwei Steves, aber das heißt natürlich eigentlich nicht so viel. Kann auch eine Taktik sein. Und mein Teamkollege hat es geschafft, das Bett von Team Gelb zu holen. Mein Teamkollege hat es echt geschafft, Leute. Und ich wurde jetzt gerade in dem Moment von hinten überrascht, Leute. Da hat der Steve mich doch ein bisschen ausgetrickst. Beziehungsweise ich war auch einfach ein bisschen unaufmerksam. Ich habe dann auf meine Blöcke in dem Moment geguckt, ob die alle sind. Und ja, das waren sie auch. Und das war ein bisschen blöd. Und jetzt kommt er zu uns. Och, nee. Bitte nicht, Kollege. Ich hoffe, dass mein Teamkollege auch...
gleich hier zur Unterstützung kommt. Den habe ich auf jeden Fall einmal schon mal getroffen. Okay, perfekt. Oh Gott, ich bin allein zu Hause hier. Ich bin echt allein hier. Das heißt, das wird schwierig, Leute. Das wird echt schwierig. Oh Gott, mein Teamkollege ist da. Unser Bett ist aber weg. Unser Bett ist weg. Komm, kriegen wir den noch? Ja, ja, komm, komm, komm. Der sollte auf jeden Fall noch... Also Steve hier, du Kollege, das kann doch nicht sein, dass du sowas so viel Skills hast. Aber das ist wahrscheinlich von manchen Leuten einfach Taktik, dass sie so einen Skin reinmachen. Und die Taktik hat in dem Fall echt gut funktioniert, muss man sagen. Kollege, mach dir mal bitte... Oh Gott. Ich glaube, da kommt gerade jemand, oder? Gott, ich muss mir ganz kurz ein Schirm machen. Ich habe keine Ahnung, wo mir ein Eisen liegt. Nehme ich aber gerne an mich. Oh Gott, das ist echt noch eine nice Runde hier. Gewinnen wird aber unwahrscheinlich. Wird echt unwahrscheinlich. Ah, das Bett war halt echt schlecht eingebaut. Wäre das ein bisschen besser eingebaut, hätte das nicht bekommen. Aber klar, das kann man nachher immer sagen. Und ich wollte dann auch, ich wollte es ja nicht besser einbauen. Ich habe es ja in Kauf genommen. Bin ich selber schuld. Mein Teamkollege hat ja auch beim Bett nichts gemacht. Das heißt, dass er sich da auch nicht beschweren kann. So, alles entspannt hier. Das heißt, ich gehe mal zu Team Grün ist das. Genau, Grün ist auch die Letzten. Oder sind die Letzten hier, die noch ein Bett haben. Das heißt, da werden ja auch alle jetzt, glaube ich, drauf zusprinten, die noch leben. Jetzt müssen wir uns nicht gegenseitig nur in die Quere kommen. Ich werde eigentlich jetzt darauf aufpassen, dass ich von Team Gelb oder so jemanden eher in Ruhe lasse. Weil das natürlich für mich taktisch jetzt auch nicht wirklich schlau wäre, da direkt drauf zu rennen. Natürlich werden wir jetzt nicht Team oder ich werde jetzt nicht Team, aber klar, ihr wisst Bescheid. So, weiter geht's hier. Die Runde oder die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger jetzt. Warte, okay, ich warte, kein Problem. Holt euch noch ein bisschen Gold oder was? Ich weiß es nicht. Und es sieht so aus, als ob Team Blau jetzt das Bett von Team Grün bekommt. Das sieht stark aus, Leute. Das sieht echt stark aus. Komm. Soll ich jetzt reingehen, das Bett mir holen? Jawohl, das mache ich. Komm. Ach, wo... Ach, hier unten ist das. Kack, ich habe es komplett verpeilt, sehe ich gerade. Ja, ja. Mein Fehler. Ich dachte, das wäre hier... Ich dachte, das wäre komplett an der falschen Stelle. Na gut, das war mein Fehler, wie gesagt. Jetzt gehe ich aber erstmal hier zu Team Blau, der mich aber bekommen wird. Komm, schafft mein Teamkollege das? Wahrscheinlich eher nicht. Nein, Team Rot wird vernichtet und jetzt leben hier noch... Ah, das haben wir nicht geschafft. Das haben wir nicht geschafft, Leute. Aber spannende Runde. Also Team Blau, muss man sagen, hat hier echt noch gut was gerissen. Jetzt lebt noch, okay, die leben beide noch. Und der, aber eine wird jetzt sterben, ja. Jetzt gibt es noch ein Finale hier mit Gelb und mit Blau, genau. Okay, Gelb ist jetzt in der Mitte hier und hat einen Bogen. Das heißt, ich denke mal, das wird dann Gelb wahrscheinlich auch gewinnen. Ich schau mal. Ich werde das Ganze jetzt noch anschauen hier. Und die Runde noch kurz abwarten. Aber die scheinen beide echt nicht schlecht zu sein, wie ich das sehe. Also, dass wir da verloren haben, war jetzt auch nicht so ultra schlecht, sondern die haben einfach, glaube ich, mehr drauf. Jetzt schauen wir mal. Okay, Gelb kommt hier. Ich weiß nicht, ob Blau sich gerade einen Bogen macht oder ob der nicht genug Gold hat. Ich bin mal gespannt. Er hat sogar auch ein richtig starkes Schwert, Leute. Er hat ein richtig starkes Schwert auch für 5 Gold sich gemacht. Ein Eisenschwert. Das kann man sich natürlich gönnen, Leute. Das wird noch eine spannende Runde zum Abschluss hier. Mein Team hat jetzt leider nicht gewonnen, aber das ist auch nicht die Hauptsache. Rettungsplattform war auch, habe ich gerade gesehen. Oh Gott. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Ich tippe aber ehrlich gesagt sogar für Team Blau. Also ich tippe echt für Team Blau, weil der hat mich gerade im 1 vs 1 echt, oder was heißt 1 vs 1, von Team Blue war noch dabei, 2 vs 1, schon relativ zerlegt. Es kommt nämlich auch Gelb hier mit seinem Bogen zwar, aber ich glaube, der kann sich da ganz gut gegen stellen. Okay, ich glaube, jetzt rennt er rein. Ja, er rennt jetzt rein, Leute. Jetzt gibt es hier den Zweikampf endlich mal. Und ich glaube, oh, das wird spannend, Leute. Das wird spannend. Ich glaube, sogar Gelb könnte das Ganze... Nee, okay. Blau hat echt gewonnen, damit der Spitzhacke hatte ihn runtergehauen. Nice Sache, Leute. Ja, gut. Das war's von mir mit der Folge. Auf jeden Fall schönes Game, Leute. GG an euch. Krasse Runde, muss man noch sagen. Jetzt zum Abschluss echt noch eine geile Runde dabei gewesen, obwohl wir jetzt nicht gewonnen haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Pulswertung da. Minecraft kommt... Nee, Pixigan, genau. Pixigan kommt in 2 Tagen. Sofern ich das schaffe, Leute, ich versuche es wirklich, gebe mein Bestes, aber Schule ist zurzeit, da ich einfach in der 11. Klasse bin, ein bisschen wichtiger. Ich werde trotzdem natürlich mein Bestes geben, euch dann eine Folge zu bieten. Das war's von mir, Daumen nach oben und macht's gut, Servus und ciao.